Hallo und herzlich willkommen zu unserem heutigen Webseminar zum Thema Wie sehen die perfekten Fotos der Außenansicht meiner Unterkunft aus? Ich begrüße Sie alle ganz herzlich und freue mich sehr über Ihre Teilnahme an unserem heutigen Webseminar. Zu Beginn darf ich mich kurz vorstellen und auch uns, also den OWS, den Online-Buchungsservice. Mein Name ist Lina Manegold und ich bin Beraterin im Bereich Online-Vertrieb, Content-Qualität und Home-Staging beim OWS, dem Online-Buchungsservice. Die meisten von Ihnen kennen uns und unseren Service ja bereits. Für all diejenigen, bei denen das nicht der Fall ist, stelle ich uns und unseren Service auch zum Schluss gern nochmal kurz vor. Zu Beginn möchte ich Ihnen einmal kurz ein paar organisatorische Sachen mitteilen. Also das heutige Webseminar wird auch wieder aufgezeichnet und Sie, also alle Teilnehmer, bekommen dann im Anschluss automatisch die Aufzeichnung und auch die Unterlagen vom Webseminar zugeschickt. Also da können Sie ruhig dann jetzt erstmal in Ruhe zuhören und zuschauen und Sie bekommen dann, wie gesagt, die Unterlagen auf jeden Fall kostenfrei im Anschluss. Zudem gibt es einige Funktionen. Da dürfen Sie mal einmal an den unteren Rand Ihres Bildschirms schauen. Und da sehen Sie jetzt hier rot eingezeichnet zwei Funktionen. Einmal den Button Hand erheben. Darüber können Sie Zustimmung ausdrücken. Und es gibt den Button F und A. Das steht für Frage und Antwort. Darüber können Sie eine Frage stellen. Wenn Sie draufklicken, öffnet sich solch ein Textfeld und Sie können gern Ihre Frage dort eingeben. Meine Kollegin, die Frau Kotz, ist heute auch im Hintergrund des Webseminars mit dabei und beantwortet Ihre Fragen sehr gerne. Wenn Sie nicht möchten, dass wir oder die anderen Teilnehmer sehen, von wem die Frage gestellt wurde, dann dürfen Sie einfach unten links den Haken setzen bei anonym senden und dann stellen Sie die Frage einfach anonym. Also wie gesagt, wenn Sie da Fragen haben, scheuen Sie sich nicht, dann wäre das jetzt die Gelegenheit, eben die Fragen zu stellen. Ich lasse die Funktion aber auch nach dem Webseminar noch offen. Also wenn Sie erstmal zuhören möchten und dann im Nachgang noch eine Frage stellen möchten, dann geht das natürlich auch. Also wir lassen das so lange offen, bis dann alle Fragen geklärt sind, sozusagen. Dann steigen wir in unser heutiges Thema ein. Und zum Einstieg habe ich Ihnen dieses Fünf-Phasen-Modell mitgebracht. Viele von Ihnen kennen das bereits. Denke ich mal schon, das zeigen wir öfter. Das zeigt eben fünf Phasen, die ein Gast durchlebt, wenn er eine Reise macht. Und diese Phase 2, Suchen und Buchen, darum geht es jetzt, beziehungsweise in der Phase geht es um die Bilder. Denn wenn der Gast in dieser Phase ist, sucht er aktiv eben online nach einer Unterkunft und bucht diese dann im Idealfall auch. Und da möchte ich Ihnen einmal kurz zeigen, worauf achtet der Gast denn da so? Also welche Inhalte sind für den Online-Eintrag Ihrer Unterkunft von großer Bedeutung. Und dann sehen Sie es gleich hier anhand dieser Symbole. Da sind gleich die Bilder mit dabei. Also auf der linken Seite durch ja, die Kamera. Also ist es dargestellt, die Bilder spielen da eine ganz, ganz große Rolle. Darum soll es heute ja auch gehen. Und neben den Bildern aber natürlich auch noch die Ausstattungsmerkmale und der Beschreibungstext Ihrer Unterkunft, die Richtlinien der Unterkunft, die Kommunikation und der Preis natürlich. Also diese Faktoren ja, beeinflussen Ihren Online-Eintrag und sollten dementsprechend gut gepflegt sein, weil darauf, wie gesagt, achtet der Gast und dass er ja, spielt in seine Entscheidung mit rein, ob er Ihre Unterkunft bucht oder nicht. Bezüglich der Bilder habe ich jetzt zum Einstieg nochmal Beispiele mitgebracht. Also das ist jetzt die Darstellung einer Unterkunft auf dem Buchungsportal Fevo Direkt und ja, zeigt eben den Eintrag, also das Inserat einer Unterkunft und was Sie sehen, die Bilder sind da an ganz zentraler Position, also tatsächlich an erster Stelle, nehmen erstmal den größten Platz ein im Online-Inserat und ja, Bilder haben wir hier so aufgefasst, sagen mehr als 1000 Worte. Also die Bilder vermitteln wirklich, man sieht es hier beim Beispiel ganz schön, den ersten Eindruck. Und der kann schon darüber entscheiden, ob der Gast sich dieses Inserat, dieser Unterkunft überhaupt anschauen möchte oder nicht. Hier habe ich noch mein zweites Beispiel mitgebracht. Das ist jetzt die Darstellung auf dem Buchungsportal Airbnb. Und auch da sehen Sie wieder, die Bilder sind an allererster Stelle im Online-Eintrag wieder relativ präsent, groß gesetzt.
Und der Gast wird auch gleich aufgefordert, beziehungsweise hat die Möglichkeit, sich alle Bilder der Unterkunft anzuschauen. Das sehen Sie da unten rechts in der Ecke. Da kann der Gast gleich klicken, auf alle Fotos anzeigen. Wie gesagt, auch hier, die Bilder sind ganz zentraler Bestandteil eben des Online-Auftritts. Und für diesen ersten Eindruck gibt es keine zweite Chance. Das sagt man im Allgemeinen auch so. Für den ersten Eindruck gibt es keine zweite Chance. Deswegen wollen wir uns ja heute im Webseminar damit beschäftigen, warum die Bilder eben so bedeutend sind und wie gute Bilder ihre Unterkunft ausschauen können oder ausschauen sollten. Jetzt habe ich das hier nochmal eben zusammengefasst. Also wie gesagt, die Bilder sind der wichtigste Bestandteil des Online-Eintrags ihrer Unterkunft. Also dem sollte man sich tatsächlich bewusst sein. Es gibt ja natürlich auch Studien und Umfragen dazu. Ich habe da nochmal eine Zahl mitgebracht. Die Umfrage besagt, dass 92% der Gäste eine Unterkunft mit Bildern eher buchen als eine Unterkunft ohne Bilder. Das ist natürlich, denke ich, jedem von Ihnen klar, der Gast möchte natürlich Bilder sehen. Wirkt komisch, wenn es quasi keine Bilder gibt. Und eben, wie gesagt, hier im Vergleich schaut der Gast sich die Unterkunft an, beziehungsweise bucht die Unterkunft, die Bilder hat. Durch diese Bilder, wie gesagt, wird ein erster Eindruck vermittelt, der darüber entscheiden kann, ob der Gast sich das Inserat überhaupt weiterhin anschaut, also ob er sich überhaupt ihren Text anschaut und ihre Preise und so weiter, oder ob er den Eintrag gleich wieder verlässt. Ausschlaggebend ist nämlich eben auch die Qualität der Bilder. Also es reicht nicht, einfach nur Bilder zu haben. Es sollten schon auch ausschlaggebende Bilder sein, denn 30% der Gäste verlassen einen Online-Eintrag mit unscharfen oder schlechten Bildern wieder. Also dem sollte man sich auch bewusst sein, dass Bilder natürlich wichtig sind, aber es halt auch gute Bilder sein sollten. Da ist es so, es gibt natürlich die Option, dass Sie da tatsächlich professionelle Bilder von einem Fotografen machen lassen. Das ist auch gut, also das kann sehr gern gemacht werden. Wenn man da jetzt nicht die Zeit oder das Geld für hat oder man erstmal selbst probieren möchte, Bilder aufzunehmen, geht das natürlich auch. Heutzutage machen ja auch Kameras oder sogar Smartphones auch schon sehr gute Aufnahmen. Also darüber kann man das auch sehr gern probieren. Und diesbezüglich habe ich auch noch mal ein paar Tipps mitgebracht. Tipps eben, wie gesagt, wenn Sie selbst die Bilder Ihrer Unterkunft aufnehmen möchten. Und ja, der zentralste Hinweis oder der wichtigste Hinweis ist eigentlich tatsächlich das Format. Denn für den Online-Auftritt, also schon für das Hochladen in Ihrem Pflegesystem und auch später für die Buchungsportale, werden tatsächlich Bilder im Querformat benötigt. Also da am besten bitte darauf achten, dass Sie gar keine Bilder im Hochformat aufnehmen, sondern ausschließlich eben im Querformat. Wir haben da diesbezüglich immer wieder Rückfragen, wie man das zum Beispiel bei relativ kleinen Räumen macht, wie jetzt beispielsweise dem Flur oder einem kleineren Badezimmer, wo man also schon meinen könnte, dass es im Hochformat besser aufzunehmen geht. Mag vielleicht auch sein, ist aber wie gesagt für den Online-Vertrieb nicht ratsam, weil eben Bilder im Querformat benötigt werden. Und da empfehlen wir tatsächlich einfach relativ weit zurückzugehen, also sich in die Raumecke zu stellen oder in die Tür des Raumes und dann am besten einfach auf Brusthöhe zu fotografieren. Dann gibt es auch seitens der Buchungsplattform noch weitere Anforderungen, die habe ich jetzt hier nochmal aufgelistet. Also es betrifft zum einen die Pixelgröße, die habe ich Ihnen hier aufgelistet, bekommen Sie ja dann auch in den Unterlagen, das empfohlene Format und auch die empfohlene Größe. Also das sind tatsächlich wirklich einfach Empfehlungen seitens der Portale, unsererseits, auch seitens der Pflegesysteme. Zum Teil, je nachdem, welches System Sie haben, wie jetzt im Teammanager zum Beispiel, können Bilder, die diese Anforderungen nicht erfüllen, auch gar nicht hochgeladen werden. Haben Sie vielleicht schon mal gemerkt, wenn da die Bildgröße zu groß ist oder so, dann lässt sich das nicht hochladen. Wenn Sie da Hilfe brauchen, also man kann Bilder auch selbst bearbeiten, die Pixelgröße, zum Beispiel über Paint oder über Photoshop. Ansonsten, wenn Sie da Hilfe benötigen, dürfen Sie Ihre Bilder ja auch uns gerne immer zukommen lassen, am besten über WeTransfer. Da können Sie uns die Bilder kostenfrei schicken, dann können eben im Notfall auch wir Ihre Bilder bearbeiten, wenn Sie da Hilfe benötigen. Dann gibt es auch bezüglich der Anzahl Empfehlungen von uns. Zum einen gibt es ja
die Bilder der Kategorie, also der Wohneinheit oder der Zimmerkategorie. Da empfehlen wir, mindestens 4 Bilder pro Kategorie zu nutzen, also hochzuladen. Und dann gibt es ja auch noch die Bilder von der Außenansicht, um die es ja auch heute im Webseminar geht. Und da empfehlen wir, mindestens 7 Fotos hochzuladen. Dann im Pflegesystem kennen Sie ja auch, es kann immer ein Hauptbild definiert werden, die Bilder können beschriftet werden. Da empfehlen wir natürlich auch, das zu nutzen. Generell empfiehlt es sich dann natürlich bei der Aufnahme von Bildern eben auf die Helligkeit zu achten und tatsächlich, auch wenn Sie bei Tageslicht fotografieren, trotzdem alle Lampen anschalten, bitte. Dann allgemein gilt es natürlich ansonsten noch auch eben auf Ordnung und Sauberkeit zu achten, dass Sie die Unterkunft oder die Räume aus verschiedenen Blickwinkeln immer mal wieder zeigen, also sich in unterschiedliche Ecken stellen und die Aufnahme machen. Und das Ziel des Ganzen ist eigentlich, dass Sie einen visuellen Rundgang durch Ihre Unterkunft schaffen, also dass Sie nach für nach eben die Räumlichkeiten abfotografieren und das am besten dann eben auch in dieser Reihenfolge hochladen, sodass der Gast sozusagen einen visuellen Rundgang bekommt. Was sich auch empfiehlt, beziehungsweise was wir auch empfehlen, ist, dass Sie Urlaubssituationen nachstellen. Also, dass Sie schauen, dass die Unterkunft nicht einfach nur, ich sag mal, leer und ungenutzt dargestellt wird, sondern dass Sie eben darauf achten, dass die Rollos und Gardinen offen sind, dass die Lichter alle an sind, dass Sie eben Urlaubssituationen nachstellen, gegebenenfalls dadurch, dass Sie beispielsweise den Esstisch eindecken oder noch ein paar Blumen oder Dekorationen hinstellen. Denn durch solche Urlaubssituationen, die Sie nachstellen, kann der Gast sich, wenn er sich Ihr Online-Eintrag anschaut, eben viel besser in die Situation reinversetzen. Dann sieht er sich da eher, dass er dort eben seinen Urlaub bei Ihnen in der Unterkunft verbringt. Und dann, das ist jetzt hier auch nochmal mit aufgelistet, ganz wichtig und nicht zu vergessen sind die Bilder der Außenansicht. Deswegen haben wir das heutige Webseminar auch explizit diesen Bildern gewidmet. Also da gehe ich gleich noch näher drauf ein. Und eben auch der Hinweis, dass man diese Bilder von der Außenansicht beziehungsweise die Bilder von der Lage und der Umgebung auch sehr gern zu verschiedenen Jahreszeiten aufnehmen kann. Also wenn es relevant ist, also wenn in Ihrem Ort öfter mal Schnee liegt oder auch Gäste oft im Winter ihre Unterkunft buchen, dann können Sie schon mal darüber nachdenken, dass Sie eben auch diese Bilder der Außenansicht zu unterschiedlichen Jahreszeiten aufnehmen. Tatsächlich als erstes Bild, wenn Sie jetzt nicht wirklich eine Unterkunft sind, die ausschließlich Skifahrer anspricht, würden wir schon dann eher die Sommer- und Frühjahrsbilder empfehlen. Aber Winterbilder können Sie dann, wie gesagt, gerne weiter hinten in der Sortierung auch mit hochladen. Dann habe ich noch ein paar Sachen zusammengefasst, die vermieden werden sollten, also wo man im Idealfall darauf achtet, dass das eben nicht passiert. Das sind zum einen eben schiefe, verschwommene oder unscharfe Aufnahmen. Dann auch ganz wichtig, da bekommen wir auch immer wieder Rückfragen dazu, ist tatsächlich so Text oder Logos auf Bildern. Also da empfehlen wir ganz klar, das zu vermeiden. Denn wenn Texte oder Logos oder Kontaktdaten auf Bildern zu sehen sind, dann ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass diese Bilder von den Buchungsportalen gesperrt werden. Einfach aus dem Grund, die Buchungsportale wollen natürlich nicht, dass da von ihren Seiten abgeleitet wird. Also da bitte keine Verlinkungen oder Internetadressen oder Kontaktdaten mit über die Bilder legen, weil diese Bilder, wie gesagt, vermutlich dann gar nicht ausgespielt werden, sondern gesperrt werden. Und auch ganz wichtig ist eben das Urheberrecht, eben, dass Sie schauen, dass Sie im Idealfall ausschließlich Ihre eigenen Bilder nutzen, die Ihnen dann auch gehören. Die können Sie ja dann ohne Probleme weiter verwenden. Ansonsten müssten Sie sich da dann eben mit auseinandersetzen, wenn es nicht Ihre Bilder sind, dass Sie da die Rechte haben, dass Sie die nutzen dürfen. Wie gesagt, daher unsere Empfehlung, am besten einfach die eigenen Bilder nutzen. Beziehungsweise wenn Sie Bilder von einem Fotografen machen lassen, müsste es eben mit ihm dann eben abgeklärt werden, dass Sie da die Rechte eben an diesen Bildern bekommen und die nutzen dürfen. Und was auch noch generell wichtig ist oder noch anzumerken ist, ist das Thema Schatten oder Spiegel. Weil da, wie gesagt, sollte man darauf achten, dass, wenn man die Bilder aufnimmt, eben kein Schatten fällt, eben vor allem nicht der eigene Schatten, also dass man die eigene Person dann als Schatten sieht. Und das Gleiche gilt eben für die Spiegel.
Also, dass man darauf achtet, gerade bei der Aufnahme von Badezimmerbildern, dass man schaut, dass eben sein eigenes Spiegelbild nicht zu sehen ist. Genau. Dann habe ich Ihnen hier nochmal ganz kurz zusammengefasst die wichtigsten Grundsätze für die Aufnahme von Smartphone-Bildern. Genau, wie Sie jetzt hier sehen, am besten, wie gesagt, das Smartphone einfach mit beiden Händen auf Brusthöhe festhalten. Dann gelingen Ihnen auch gut, die Bilder in Querformat aufzunehmen. Dann das Smartphone sollte natürlich gerade gehalten werden und wichtig ist eben auch, dass die Kameralinse eben stets sauber ist. Also wenn Sie da, wie gesagt, darauf achten, dann gelingt es bestimmt mit der Aufnahme der Bilder Ihrer Unterkunft. Genau, dann die Bilder, wie sind die denn eigentlich in Ihrem Online-Eintrag ja gespeichert oder festgesetzt? Das erfolgt ja über Ihr Pflegesystem. Also direkt in Ihrem Pflegesystem haben Sie ja die Möglichkeit, die Bilder für den Online-Eintrag Ihrer Unterkunft einzustellen. Und da ist es tatsächlich bei den Pflegesystemen, sollte Ihnen ja bekannt sein, dass es da eine Aufgliederung gibt auf zwei Ebenen. Also es gibt immer einmal eben die Bilder der Außenansicht, wo wir jetzt gleich im Detail noch drauf eingehen. Die gehören auch in dem Pflegesystem auf die sogenannte Hausebene oder Unterkunftsebene. Also die sind immer sozusagen der Unterkunft an sich zugeordnet, weil diese Bilder die ganze Unterkunft betreffen. Sprich, wenn Sie mehrere Wohneinheiten haben, beispielsweise 3 Ferienwohnungen, alle in einem Haus, dann ist ja die Hausansicht immer die gleiche. Deswegen gibt es eine allgemeine Unterkunftsebene, wo eben die Bilder der Außenansicht hingehören. Und dann gibt es ja, je nachdem, wie viele Wohneinheiten oder Zimmerkategorien Ihr Betrieb hat, noch die Unterebene, also die sogenannten Leistungsebenen oder Ebenen der Kategorien, so heißt es ja in Ihrem Pflegesystem, eben wo dann dementsprechend explizit nur die Bilder der Innenansicht dieser einen Wohneinheit oder Zimmerkategorie hochgeladen werden. Auch da, wie gesagt, wieder das Beispiel, wenn wir bei einem Betrieb bleiben, der 3 Ferienwohnungen hat, dann ist es natürlich wichtig, dass von Ihrer Seite aus in Ihrem Pflegesystem die Bilder der Innenansicht auch bei der richtigen Wohnung hochgeladen wird. Weil später gibt es sonst nur Probleme. Also das führt natürlich zu Verwirrung beim Gast. Dann kann es auch sein, wenn da nicht klar ist dem Gast, welches Bild zu welcher Wohnung gehört, dass sie ihren Online-Eintrag wieder verlässt. Zum Teil hat er ja auch nicht die Möglichkeit nachzufragen. Zum Teil kann er ja nur buchen und dann ist es natürlich schade, wenn da Unklarheiten bestehen oder Verwirrung besteht, dass der Gast dann ihren Eintrag gleich wieder verlässt. Deswegen immer von uns der Hinweis an Sie an der Stelle, dass Sie bitte die Bilder der Innenansicht explizit der zugehörigen Wohneinheit eben zuordnen. Wir haben da auch auf unserem YouTube-Kanal so Tutorials erstellt. Also tatsächlich für alle Pflegesysteme, also ob Sie jetzt mit dem MyWintop arbeiten, dem Teammanager, dem Destination One oder dem Ferratel Deskline, da haben wir solche Kurzvideos erstellt. Sehen Sie, er geht nur 2-3 Minuten. Also wenn Sie da Fragen haben, da haben wir ganz kurz erklärt fürs jeweilige Pflegesystem, an welcher Stelle Sie dort die Bilder hochladen, wie man die hochlädt, wie man die auf diese Ebene zuordnet, was ich gerade angesprochen habe, und dann auch weitergehend noch, wie man eben die Bilder sortiert und beschriftet. Also das, wie gesagt, ist das Wichtigste, dass Sie da immer auf diese Zuordnung achten, dass der Gast ja weiß, welche Bilder gehören zu welcher Wohneinheit und wie gesagt, die Bilder der Außenansicht immer auf die allgemeine Ebene, denn die Bilder sollen ja bei allen Wohneinheiten mit angezeigt werden. Genau, dann kommen wir jetzt zu dem bisschen konkreteren Teil. Wir bekommen da auch immer wieder Fragen dazu oder generell werden gefragt, warum brauchst du überhaupt Bilder vom Außenbereich oder der Außenansicht? Denn wichtig ist ja, wie die Wohneinheit oder die Zimmerkategorie aussieht. Also dem ist natürlich so, die Bilder sind natürlich auch wichtig. Aber nichtsdestotrotz, Bilder der Außenansicht, also des Außenbereiches, sind auch wichtig. Also das sollte man tatsächlich nicht unterschätzen, denn Sie jetzt als Gastgeber, als Eigentümer, Sie kennen natürlich Ihr Objekt, also Sie kennen Ihr Ferienhaus, Sie wissen, wie das aussieht, auch im Schlaf, aber die Gäste natürlich nicht. Also die kennen ja ihre Unterkunft nicht, die wissen nicht, wie das von außen aussieht. Und da geht es eben auch jetzt im ersten Teil, hier habe ich aufgelistet, den Außenbereich, geht es tatsächlich daran, wie sieht das Gebäude von außen aus. Also
Ist es ein Mehrfamilienhaus? Ist es ein Einfamilienhaus? Ist es ein Reihenhaus? Ist es alleinstehend? Gibt es da unmittelbare Nachbarn? Ist es ein großes oder ein kleines Haus? Wie viele Stockwerke hat das? Also für den Gast ist das ja tatsächlich interessant, weil er überlegt ja dort eben seinen Urlaub zu verbringen und möchte natürlich diese Infos daher auch ja, haben. Und wie gesagt, man kann das ja auch alles über den Beschreibungstext mit aufnehmen, ist auch wichtig. Aber auf dem Bild oder über ein Bild sieht man das natürlich alles auf einen Blick. Deswegen allgemein habe ich es jetzt hier zusammengefasst als der Außenbereich. Das umfasst, wie gesagt, ein Bild der Außenansicht des Gebäudes oder des Hauses. Also, dass Sie da tatsächlich mal die Fassade zeigen. Gut ist auch, wenn Sie tatsächlich den Eingangsbereich zeigen. Da weiß der Gast gleich, wo dann quasi ja, der Eingang ist, ob das ein separater Eingang ist oder für mehrere gilt. Also wie gesagt, Fassade, Eingang, Außenansicht. Es gehört dann aber auch sowas dazu, wie beispielsweise jetzt so ein Innenhof oder der Parkplatz oder generell eben der Außenbereich noch, den es gegebenenfalls gibt. Und zum Teil eben auch, falls vorhanden, der Garten oder ein Freisitz oder eben noch eine Terrasse oder irgendein überdachter Bereich im Garten. Also alles, was eben ansonsten noch zum Außenbereich gehört und eben für den Gast nutzbar ist. All das gehört eben zum einen mit zu den Bildern der Außenansicht. Genau, hier im Beispiel, in den beiden Beispielbildern sehen Sie es eigentlich ganz gut. Auf der linken Seite die Außenansicht, wie gesagt, ist aufgenommen. Man sieht dann auch, dass es da so eine Art Biergarten gibt, noch mit Sitzmöglichkeiten. Und auf der anderen Seite, das Bild auf der rechten Seite, da sehen Sie, ist das Bild eben dann von der anderen Seite aufgenommen. Da sieht man eben, dass da auch ein Gast, einen Garten mit zur Verfügung steht, den der Gast eben mit nutzen kann. Dann zu den Bildern der Außenansicht gehören außerdem noch Bilder von der Umgebung. Da geht es darum, dass Sie eben ein paar Bilder der näheren Umgebung, also vielleicht des Ortes, des Nachbarortes oder eben nähergelegenen Orten zeigen, gerne eben auch die Landschaft. Gilt wieder das Gleiche. Sie natürlich kennen Ihren Ort oder die Umgebung. Sie wissen, wie es da ausschaut und was man dort so unternehmen kann, der Gast aber nicht. Und darüber können Sie den Gast eben gut auch ansprechen. Je nachdem auch, welches Reiseziel der Gast hat, also wenn der jetzt ja, mit einer Familie unterwegs ist oder wandern oder Radfahren möchte, können Sie gerade durch solche Umgebungsbilder den Gast eben auch überzeugen oder auf Ihre Unterkunft aufmerksam machen. Bilder der Umgebung vermitteln, wie gesagt, dem Gast einen Eindruck, was er vor Ort eben unternehmen kann, im Ort oder der näheren Umgebung. Und da sehen Sie es jetzt eigentlich hier in den beiden Beispielbildern auch ganz gut. Auf der linken Seite wurde einfach mal aus der Ferne eben der Ort aufgenommen. Gerne können Sie da auch einen Blick von der Unterkunft aus machen, also dass der Gast sich vorstellen kann, wo blickt man denn von der Unterkunft aus hin? Also schaue ich da auf die nächste Hausfront oder schaue ich da ins Grüne oder schaue ich in die Berge? Wie gesagt, so ein bisschen so einen Eindruck davon vermitteln, wie der Ort denn so ist. Also ist es da eher ländlich? Ist es bergig, wie auch immer. Und dann auf der rechten Seite sehen Sie noch ein Beispielbild, wo einfach eben ein Landschaftsbild aufgenommen wurde. Also auch das können Sie sehr gern machen, dass Sie einfach zeigen, was in der näheren Umgebung so geboten ist. Zum Teil können auch Sehenswürdigkeiten oder Freizeitangebote gezeigt werden, wobei da müsste man natürlich eben schon wieder darauf achten, dass Sie eben das auch abbilden dürfen, also dass sie es eben fotografieren dürfen. Deswegen empfehlen wir eigentlich, da wieder nur eigene Bilder zu nehmen. Jetzt so Landschaftsbilder, wo ja nichts zu sehen ist, was jemand anderem gehört sozusagen. Genau. Und hier, wie gesagt, nochmal der Hinweis, gerade diese Bilder können Sie natürlich auch gut bei unterschiedlichen Jahreszeiten aufnehmen. Bezüglich der Anzahl bekommen wir auch immer wieder Fragen. Natürlich sollen Sie jetzt nicht Ihren ganzen Ort oder Ihre ganze Destination vorstellen. Es geht ja immer noch um Ihre Unterkunft, aber wie gesagt, ein paar Bilder wären dort schon empfehlenswert. Dann zu den Bildern der Außenansicht gehören auch noch die Aufenthaltsräume. Also das habe ich mal als Oberbegriff genommen. Das umfasst dann natürlich alle gemeinschaftlich genutzten Räume. Kommt natürlich auf Ihre Unterkunft darauf an, ob es dort welche gibt oder nicht.
Aber wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass es welche gibt, dann kann das eben sowas sein wie die Rezeption, der Eingangsbereich, die Lobby, die Bar, das Restaurant, der Frühstücksraum oder der Biergarten im Außenbereich. Also wenn Ihre Unterkunft, wie gesagt, dort Einrichtungen hat, dann gilt es, die auch eben darzustellen. Des Weiteren, falls es es gibt, gehört da auch noch sowas dazu wie eben ein Fitnessraum, ein Sportraum, Schwimmbad oder Wellness- oder Massageeinrichtungen, also eben alle gemeinschaftlich genutzten Räume, die dem Gast zur Verfügung stehen. Die, wie gesagt, gehören auch auf diese allgemeine Unterkunftsebene. Hier sind auch wieder zwei Beispielbilder. Auf der linken Seite sehen Sie das ganz gut, dass da eine Urlaubssituation nachgestellt wurde. Also das ist der Frühstücksraum der Unterkunft und der Tisch wurde eingedeckt. Also das sehen Sie schon, das wirkt gleich viel einladender, viel authentischer. Also der Gast kann sich da im Idealfall eben vorstellen, selbst zu sitzen und kann sich in dieser Situation ja wiederfinden. Und sich vorstellen, wie er dort eben seinen Urlaub verbringt. Und auf der rechten Seite ist es nochmal ähnlich gemacht. Wie gesagt, da wurde auch so ein Aufenthaltsraum eben ja dargestellt, was Sie auch sehen. Die Lichter sind immer eingeschalten. So wurde mit Dekoration gearbeitet, eben zum Teil mit Pflanzen und weiteren Deko-Elementen, einfach um eben, wie gesagt, ja, Urlaubssituation nachzustellen und eben auch Gemütlichkeit zu vermitteln. Und bei diesen Bildern, wie gesagt, je nachdem, ob Sie da Sachen haben, die angeboten werden können oder nicht, ist es schon wichtig, eben die zu zeigen. Und der letzte Punkt sind dann nochmal die Detailbilder. Also da kommt es natürlich auch darauf an, welche ja, Ausstattungsmerkmale oder welche Besonderheiten Ihre Unterkunft aufweist. Beispielsweise könnten so besondere Highlights sein, wie jetzt hier in unserem Fall, solch ein Kinderspielplatz im Außenbereich, also solch ein Klettergerüst oder einen Grillplatz eben im Außenbereich oder was wir eben noch angesprochen hatten, eben beispielsweise eine Sauna oder Sport- oder Wellnesseinrichtungen. Also wenn Ihre Unterkunft dort noch Besonderheiten hat, solche Highlights hat, die Sie vielleicht von anderen Unterkünften abhebt, dann empfiehlt es sich auch, diese Bilder, ja, oder davon Bilder aufzunehmen und diese Besonderheiten eben bildlich darzustellen. Das ist jetzt natürlich nicht zu verwechseln mit der Ausstattung der Wohneinheiten. Darum geht es ja hier bei den Bildern der Außenansicht nicht, sondern wie gesagt, das würde jetzt alles nur betreffen, was zum Außenbereich gehört oder allgemein zur Ausstattung oder Einrichtung der Unterkunft, also des Betriebes an sich. Wie gesagt, da können Sie einfach mal schauen, was da für Sie zutreffend ist, was Sie dort vielleicht noch mit aufnehmen können. Und wir haben das jetzt hier eben Detailfotos genannt, weil Sie das dann explizit an sich als Gegenstand, ja, quasi noch darstellen können.